Ach, Kacke. Warum sehe ich die denn immer nicht? Nein. Tu doch das nicht. Alter. Sind die doof? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, seid ihr nur bekloppt? Wo kommen denn die alle her? Oh Gott. Also das war echt mal nix. Ja, ja. Scheiße. Ich glaube, wir müssen nachbauen, ne? Oh Mann, 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 Mann. Du Scheiße. Oh Mann, war das eine Runde. Wir sehen uns gleich wieder. Ich schaue mir das Video an. Da sind wir wieder. So, also Ressourcen finden wir schon einiges, aber trotzdem ist das so taktisch. Ich meine, ich mache bestimmt sicherlich noch viel falsch. Das ist auch nicht so meins, das ist eine Taktik-Sache. Aber das finde ich schon echt, Alter. Wo kamen denn die alle her? Das ist ja wow. Ja, und dann haben wir natürlich jetzt auch voll die mega Verletzten wahrscheinlich. Und schauen gleich mal. Oh ja. Wir können Matt auf jeden Fall aufwerten. Der hat wohl was bekommen. Das wäre das hier. So. Hier noch was? Ne. Okay. Ja, ja. Na gut, das dauert jetzt 4 Minuten. Können wir in der Zeit was anderes tun? Kann ich das aufwerten? Da ist die Heilungsdauer kürzer. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel bringt. Was haben wir hier? Das sammelt nur Ressourcen. So. Achso, das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Wenn wir das aufwerten. Da brauche ich Ratsstufe 6. Okay. Zelt. Bringt XP. Das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Werkstatt. Weiß ich auch nicht. Ist jetzt nicht so, was ich bevorzuge. Ich glaube, die Krankenstation. Die Krankenstation ist, glaube ich, das effektivste. Momentan. Was jetzt mich persönlich weiterhilft. Trainingsgelände. Höchststufe. Ach so, warte mal. Höchststufe Überlebende. Na klar. Das werden wir auf jeden Fall. Nee, wir machen es sofort. Trainingsgelände sofort für 30. Ach komm, hau mal raus. Bäm. Und das wird jetzt nicht bedeuten, wir können die jetzt alle trainieren. Weil ich glaube, wir müssen stärker werden. Gerade mit meinem mangelnden Taktik-Know-how, glaube ich, ist es effektiver, wenn wir dann stärkere Leute haben. Und das machen wir auch. Wir werden den Mert. Oh, 35 Minuten. Wir trainieren.
So, da habe ich natürlich jetzt ein Problem. Das dauert natürlich jetzt ewig, ne? Was haben wir denn hier? Der Ronny kriegt eine neue Waffe. Der Dreier. Was hat er denn da jetzt bekommen? Sieht nicht anders aus als das andere. Aber das ist egal. Joel könnte auch was bekommen. Was hat der jetzt bekommen? Ach, der hat Mads alte Waffe bekommen. Quatsch, Ronnys alte Waffe. Naja, okay. Ja, wir können theoretisch was weitermachen, aber ich muss gestehen, macht mit den Leuten, die jetzt noch da sind, also gut, ich habe jetzt Matt und James. Macht das Sinn? Ja, ich meine, so viel schlechter ist er jetzt nicht als die anderen beiden. Wobei Ronny ist schon eine Hausnummer. Na, wisst ihr was, wir machen noch einen Kampf. Der wird zwar genauso schlecht auslaufen wie ein anderer, aber wir machen mal nicht. Er steht in der Stufe 4, seht ihr das? Ich glaube, wir sind jetzt an so einem Punkt angekommen, wo wir erstmal Ausrüstung sammeln müssen. Deswegen werden wir jetzt erstmal, Ronny, sie wartet. Dann nehmen wir auf jeden Fall den Matt. Ach, Matt können wir auch nicht. Ach du Scheiße. Wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssen James mitnehmen und warten noch auf Ronny. Das dauert noch 38 Sekunden. Das nehmen wir mal schnell noch mit. Und ja, dann würde ich sagen, dann war es das auch erstmal für heute nach diesem Match, was wir jetzt gleich bestreiten werden. Und wir schauen mal einfach weiter. Vielleicht kriegen wir es dann irgendwie, vielleicht hilft mir auch jemand, was die Ausrüstung, die Waffenanzeige angeht. Wie gesagt, das stört mich schon sehr. Und ich würde das schon ganz gerne sehen wollen. Und wenn das nicht der Fall ist, dass das mit dem BlueStacks Player geht, dann verliere ich wohl sicherlich schnell die Lust daran, da überhaupt auf Suche zu gehen, die Mission zu machen in der Richtung, und was natürlich für hier spielentscheidend ist. Naja, wir werden sehen. Okay, da haben wir schon wieder Zombies. Ich würde ganz gerne, wir haben jetzt zwei Messer. Ja, nehmen wir einmal den und einmal den. Den werden wir hier hinpacken. Und beenden mal die Runde. Okay, da sind wir wieder dran. Der macht den Zug. Holt die erste Ware raus. Und hier beenden wir die Runde. Nee, James, du wirst dann erstmal hierher gehen. Und wir beenden die Runde. Sehr gut. Du gehst hierher. Ronny hierher. Das war jetzt nicht so klug. Ich hätte ja vielleicht mal schauen sollen. Da kommen schon die nächsten. Wo ist denn? Da ist die nächste Kiste. Die hole ich einfach mal. Ja, das habe ich doch gedacht. Scheiße. Ja, man sollte vielleicht nicht so voreilig sein. Wir gehen mal hierher. Das ist natürlich ein Haufen Stress mit dem. Gott sei Dank ist er gepanzert. Wir werden den hier mal abmoxen. Ronny, hol den hier weg. Und Jeffrey wird sie hier mal plündern. Wie gesagt, wir müssen ja nicht unbedingt alle mitnehmen.
So, und dementsprechend hauen wir jetzt einfach ab. Das fand ich jetzt ganz okay. Mal taktisch anspruchsvoll, sage ich jetzt mal. Sehr schön. Und ich schaue mir wieder das Video an. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Da gab es wieder irgendeinen Ausrüstungsgegenstand. Okay. Naja, wir schauen mal. Im Lager war irgendwas abgeschlossen, habe ich gehört. Da haben wir da. Das war, glaube ich, die Werkstatt, die geupgradet wurde. Genau. Da haben wir auch irgendwas. Der baut noch. Emily ist immer noch beschäftigt mit krank sein. Beziehungsweise verletzt sein. Naja, das sieht ja ganz gut aus. Was kann ich eigentlich hier machen? Nö, er hat nichts. Hm? Warum zeigt es mir das dann hier oben an? Wähle einen Überlebenden aus. Ach so, da zeigt es mir halt nur an, wie viel ich von jedem habe. Das heißt, wenn wir das nächste Mal auswählen dürfen, welche Klasse wir nehmen beim Funkgerät, werden wir wohl einen Schützen nehmen, einen zweiten. Ich habe wohl irgendwo gelesen, bin ich mal ganz sicher, wo das war, dass es da so verschiedene Klassenmöglichkeiten gibt, die am effektivsten sind und wohl sind, man glaubt es kaum, aber drei. Oh, da war kurz die Verbindung wohl weg. Da sind wohl drei Schützen, also mit Gewehren, wo echt effektiv, wobei ich mir das kaum vorstellen kann, weil die ja einen Haufen Krach machen. Schade, schade, schade. Zwei wären gut gewesen. Ein weiterer ist leider nicht da. Da hätten wir vielleicht gleich mal ein neues Funkgerät benutzen können. So, da oben haben wir nochmal ein bisschen Ware. Jo, okay. Ich denke, das soll es dann erstmal für heute wieder gewesen sein. Da kommt noch einer, vielleicht haben wir ja Glück. Nein, schade. Wie gesagt, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich kann jetzt nicht versprechen, wie lange das hier gehen wird. Ich hätte es schon ganz gerne ein bisschen länger gespielt, weil es echt Spaß macht eigentlich, kann man nicht meckern. Aber was mir ein bisschen so die Lust klaut, ist, dass ich halt diese Gegenstände nicht sehe. Also ich kann eigentlich nur hoffen, dass vielleicht von euch jemand eine Idee hat, wie ich das verbessere. Ja, ich sehe gerade, hier sind sowieso einige Verbindungsstörungen. Das ist vielleicht nicht so verkehrt, wenn wir hier mal unterbrechen. Nein, aber wenn jemand eine Idee hat, was da wohl dahinter steckt, dann lasst es mich wissen, vielleicht können wir das dann auch ein bisschen abändern. Keine Ahnung, vielleicht liegt es am Flashplayer, ich bin nicht sicher, keine Ahnung, ob der überhaupt da eine Rolle spielt. Einfach mal ein paar Tipps geben, vielleicht habt ihr eine Idee. Wäre schön. Ansonsten muss ich gestehen, wird das Let's Play kürzer werden, als ich es eigentlich vorgestellt habe, sage ich jetzt einfach mal. Was schade wäre, aber ist leider nicht zu ändern, weil das für mich ist das echt ein wirklicher Part, der da sein muss, weil es auch ein großer Part hier in dem Spiel ist, ne? Es geht viel um Ausrüstung, es geht um die Verbesserung und sowas, und wenn ich sie nicht sehe, keine Optik da ist, dann ist es, ja, trübt das die Spielfreude. Na gut, also wie gesagt, es soll das mal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst Kommentare da, lasst Feedback da auf jeden Fall, lasst die Daumen da, die sind auf jeden Fall für meinen Kanal, für meine Entwicklung, für
die Videos an sich förderlich und ich bedanke mich da auch schon mal im Voraus dafür. Ansonsten sehen wir uns bei diesem oder vielleicht bei einem anderen Let's Play wieder. Würde mich freuen. Bis dahin, euer Lars. Ciao, ciao.